Ja, servus zusammen. Wir sind wieder im Demogarten und da ja viele von euch das Thema Direktzeit einfach interessiert, wollen wir heute da ein bisschen drüber sprechen. Wir haben ja hier den Vorteil, dass wir von der Pflugparzelle über die Bodenbearbeitung oder bearbeiteten Parzellen bis hin zur Direktzeitparzelle den direkten Vergleich haben. Und da wollte ich jetzt mal fragen, Josef, was konnte man heuer für Unterschiede feststellen in Bezug zum Beispiel auf die Nährstoffverfügbarkeit? Nährstoffverfügbarkeit in Direktzeitparzellen ist geht immer ein bisschen später los. Das heißt, wir haben einfach kalte Bedingungen. Der Boden ist kompakter, die Erwärmung im Frühjahr beginnt später als jetzt in der Mulch- oder Wendernbearbeitung. Dadurch beginnt der natürliche Nährstofffluss später. Müssen wir einfach hinterher sein mit der Düngung, Bestandesdichte im Blick haben. Man sieht das hinter unserer, zumindest kann man es ja ahnen, der Direktzeitweizen ist immer noch hell. Man merkt, dass er Nährstoffe bräuchte. Also generell Nährstoffe und die fließen einfach später los. Gut, ein Thema noch, was uns vorhin aufgefallen ist, als wir zur Parzelle gelaufen sind, Thema Gräser. Ist natürlich heuer überhaupt ein Thema und in der Direktzeit wahrscheinlich noch mal stärker oder brisanter. Die Wendenbearbeitung, die Mulchbearbeitung, haben einfach viele Altgräser gut bekämpft. Wir haben nur im Herbst mit Bodenherbizid gearbeitet, ohne viel Blattwirkung. Die hat nicht ausgereicht in der Direktzeitparzelle. Ist das meiste noch, steht das meiste und das müssen wir jetzt wirklich blattaktiv rausspritzen. Okay. Ist da noch ein Punkt, was man einfach beachten muss, wenn es ein Jahr ist mit Gräserproblemen? Auch wenn Glyphosat immer noch, oder auch wenn Glyphosat regelmäßig gefahren wird, gefahren werden muss, in Anführungszeichen, müssen wir trotzdem immer noch blattaktiv arbeiten. Okay. Bodenherbizide haben einfach nicht die Wirkung auf dem Direktzeitboden, weil einfach zu viel Organik die Wirkung abschirmt. Okay. Gut, du hast jetzt auch da schon eine Rapspflanze dabei. Wie schaut der Raps in der Direktzeitparzelle aus? Relativ wenig Unterschied zu den anderen Parzellen. Generell fällt mir heuer auf, haben wir einfach ein Problem, dass über Winter viel ausgewaschen worden ist, also auch an Direktzeitparzellen. Haben wir die mobilen Nährstoffe, Bor, Schwefel, Nitrat, das ist extrem wenig im Boden verfügbar, das braucht einfach Temperatur. Genau, aber Phosphor ist limitiert. Wir haben die Hohlherzigkeit hier, wenn man durchschaut, relativ stark. Wir müssen in die Blattdünger arbeiten, also Bohr übers Blatt ist hier die Lösung. Dann auch immer noch eine interessante Frage bei Raps in Direktzeitanbau, das Thema Mäuse. Mäuse, dieses Jahr habe ich gedacht, dass es besser wird über die vielen Niederschläge. Merkt man aber doch auf viele Flächen, die ein bisschen extensiver gegrubbert worden sind im Herbst. Die sind da, die Mäuse machen Probleme. Nesterweise, wenn man durch die Landschaft fährt, sieht man einfach die Probleme im Weizen, aber auch im Raps. Genau, da hilft einfach nur beobachten, wenn ich direkt sehe, gut im Blick haben und notfalls handeln. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke und falls ihr noch Fragen zum Thema Direktzeit habt oder auch eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin, ciao. Servus.